Hier findet heute dieser Wettbewerb, der unter dem ambitionierten Motto mit Deutsch an die Spitze, Sie sehen es da oben, stand, seinen krönenden Abschluss. In Russland Deutsch immer noch eine wichtige Stellung einnimmt, aber gerade an den Universitäten etwas Unterstützung braucht. Ich bin sehr erfreut, dass die Resonanz so groß war, dass eben sehr viele Studierende teilgenommen haben aus ganz Russland, von den entferntesten Ecken Russlands, sind auch heute Teilnehmer dabei. Dies ist also wirklich gerade für den ersten Durchlauf ein großer Erfolg, dass wir tatsächlich das Land erreichen konnten. Ja, auch gesehen, also die Sieger, ich glaube, das ist schon ein sehr gutes Niveau, auch für ihre jeweiligen Stufen. Und vor allem finde ich sehr interessant, dass auch Leute aus den Regionen, viele Leute aus den Regionen gewonnen haben und eben nicht nur die großen Städte, jetzt Moskau und Petersburg. Ja, also auch in den Regionen wird gut gearbeitet. Und die Spitze ist die deutsche Sprache. Das Sprachniveau war natürlich am Anfang verschieden, weil es viele verschiedene Einsender gab. Aber vor allem bei den Videobeiträgen ist natürlich die Kreativität ausschlaggebend gewesen. Das hat ja schon Herr Feldfuß gesagt, nicht nur das sprachliche Können war entscheidend, sondern eben auch der Charakter sollte gezeigt werden. Und in diesem ersten Teil der Spracholympiade stand eben wirklich Kreativität im Vordergrund. Олимпиада – это такая замечательная была возможность узнать людей, у которых схожие с тобой интересы. И это было просто здорово, потому что такой Олимпиады еще не было точно. Это абсолютно новый формат, абсолютно новый уровень. И просто это было очень приятно. И появился какой-то новый стимул к изучению немецкого языка. Это чувство сложно очень описать. Вот это ожидание, когда объявляли победителей, это просто мандраж. И когда слышишь твое имя, уже все, не понимаешь ничего, просто выходишь, и как будто у тебя в голове какой-то просто шум, и это просто незабываемо. А показать свои знания ты можешь только тогда, когда у тебя есть трудности, ты должен что-то преодолеть. Вот сегодняшний планшпиль, это действительно показало, что ребята старались, они использовали
эти заученные красивые конструкции, но они их использовали настолько хорошо и настолько свободно, что это было действительно приятно смотреть и приятно слушать. И я надеюсь, что через 2 года мы снова встретимся на этом мероприятии.